Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Shin Godzilla 2 bekommen, ist enorm gestiegen. Was die Ursachen dafür sind, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! In meiner letzten Godzilla-News, die ich dir gerade mal hier oben verlinken werde, habe ich dir bereits davon berichtet, dass das Monsterverse irgendwie im Wandel ist, beziehungsweise haben Toho und Warner zu Gesprächen aufgerufen, in denen geregelt werden soll, wie es jetzt mit dem Monsterverse bzw. mit Godzilla an sich weitergeht. Toho hatte die Rechte von Godzilla nach Shin Godzilla an Warner Brothers weitergegeben, damit die ein Multi-Monsterverse aufbauen können, was nicht ganz so funktioniert hat. Es war dennoch lukrativ, aber es war eben nicht der erhoffte Erfolg gewesen. In den letzten News hatten wir darüber gesprochen, dass die beiden sich nun in den Gesprächen befinden, also sowohl Toho als eben auch Warner Brothers, und dass hier irgendwie ein Grundgerüst dafür gesetzt wird, dass sowohl Toho als auch Warner Brothers beide ihre Vision von Godzilla verwirklichen werden. Das war allerdings nur eine Fantheorie, die nie bestätigt wurde, und jetzt muss ich dazu sagen, wir bekommen sehr wahrscheinlich einen Shin Godzilla 2, aber das eben nicht ohne Abstriche zu machen. Und diese Abstriche werden sehr wahrscheinlich Warner Brothers betreffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir sowohl ein Toho-Universum als eben auch ein Warner Brothers-Universum bekommen, ist quasi zu null gesunken. Das liegt zum einen daran, dass Warner Brothers nicht möchte, dass sich die ganzen japanischen Zuschauer dem Hollywood-Godzilla widmen, während sie selber ihre eigenen Filme machen. Und eben umgekehrt, Hollywood oder gerade Warner möchte eben nicht, dass parallel zu ihrem Godzilla noch ein weiterer Godzilla existiert, denn sonst würden ihnen nämlich die ganzen Zuschauer aus den japanischen Regionen abspringen. Und deswegen hat man sich gesagt, nee, wir machen entweder oder. Und hier muss man ganz klar sagen, dass Toho eben die Nase vorne hat, da die Rechte von Godzilla nun wieder bei Toho liegen, die sich nun offiziell dazu bekannt haben, sich schon seit längerem Gedanken über eine Fortsetzung des Godzilla-Franchise zu machen. Hier war noch nicht die Rede von Shin Godzilla gewesen. Allerdings erkläre ich dir ganz kurz, warum Shin Godzilla 2 sehr wahrscheinlich ist. In dieser Pressemitteilung war ebenfalls ein Interview hinterlegt, bei dem die Frage gestellt wurde, wie es denn um eine Fortsetzung zu Shin Godzilla stehen würde. Und daraufhin bekamen wir die Antwort, Shin Godzilla 2 stand bisher nur im Weg, dass Legendary und Warner Brothers die Rechte an Godzilla hatten. Punkt. Damit war das Ganze abgeschlossen und ich finde, das ist schon ein kleiner Hink in die richtige Richtung. Dieses Statement bestätigt natürlich erstmal gar nichts, aber ich bin der Meinung, dass sich das schon wirklich sehr positiv anhört, beziehungsweise ist man darauf eingegangen, ja, es besteht Interesse an einem Shin Godzilla 2. Jetzt ist eben die Frage, ob wir das wirklich sehen wollen, ob wir das wirklich brauchen, denn ich habe dir schon ein Video gezeigt, in dem ich über die kuriosen Pläne zum ersten Shin Godzilla gequatscht habe. Das Video verlinke ich dir mal hier unten. Außerdem habe ich mit dir bereits schon über Shin Godzilla an sich gesprochen und das Video werde ich dir hier oben verlinken. Was hältst du von der ganzen Thematik? Würdest du dich über einen Shin Godzilla 2 freuen? Oder würdest du sagen, brauche ich eigentlich nicht, macht irgendwas ganz Neues? Schreib mir alles in die Kommentare unten rein und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann, ciao.